Ich möchte schreiben über dich, auch wenn ich so verzweifelt bin, will hören, wenn du redest. Selbst wenn ich unerreichbar bin, wir lesen in der Schrift, auch wenn ich gerade ein Eisberg bin. Triff mich da, wo ich nicht bin, und bleibst da mittendrin. Sie legen mir den nächsten Fallstrick und sagen, es macht keinen Sinn. Dein Glaube ist nicht wahr, du legst dir vieles gerade nochmal so hin. So leer und oft so ausgenockt, geh ich den Weg mit schwerem Kopf. Ich weiß nicht, wie ich retten soll, suche nach dem roten Knopf. Der Ausschalter, der alles verändert, die Selbstlust zerstört und die Seele neu kentert. Wieso nur? Habt ihr euch geändert, dahingehend, wo alles nur fällt, gerade ich fass es nicht. Dass der Teufel den Sieg hat, ihr nicht überwindet, wo ich euch so lieb hab. Nichts von dem, was ihr gerade tut, dient der Liebe, es ist ein Disput. Und so haltet ihr fest an eurem Manifest. Ihr seid die Opfer und alles steht fest, keinerlei Schuld, alles ein Test. Und so wendet euch ab und tut zu gestresst. Doch bleibt noch der Punkt, wie soll es werden? Wir sehen uns wieder, auch ihr werdet sterben. Und so läuft dann der Film von unserem Leben auf Erden. Das, was wir gelebt haben, und er muss bewerten. Er muss bewerten. Und so lass ich alles unserem Gott. Der Richter, er wird kommen und die Wahrheit strahlt sofort. Wir müssen alle vor sein Thron. Gerechtigkeit wird offenbar, wer wird dann bei ihm wohnen? Und so lass ich alles unserem Gott. Der Richter, er wird kommen und die Wahrheit strahlt sofort. Wir müssen alle vor sein Thron. Gerechtigkeit wird offenbar, wer wird dann bei ihm wohnen? Preis den Herrn, mehr kann ich nicht sagen. Die Sorgen über uns mehr wie 10 Plagen. Umkehr wäre ein Entschluss, doch keiner der Schritte bringt scheinbar den Schluss. Der Streit geht weiter, die Familie zerbricht, die Kinder, sie leiden, mein Herz sticht. Es wird so klar, was die Bibel da spricht. Liebe im engsten Kreis, sie erlischt, und nichts von dem haben wir je geahnt. Die Wunden nicht verbunden, nur getarnt. Die Sicht war dicht vom Engel des Lichts, der alles verblendet, und was bleibt ist nichts als pure Zerstörung, gepaart mit Empörung. Jetzt sitzen wir vor einer Anhörung, ein weltliches Gericht soll nun entscheiden, wie töricht und blind, dass sie sich nicht vermeiden. Und jetzt stehen wir da mit leeren Händen, Bilder von früher hängen an meinen Wänden. Wie verrückt ist, wir waren kaum zu bremsen, doch trennt uns ein Schwert, und wie wird es enden? Und jetzt stehen wir da mit leeren Händen, Bilder von früher hängen an meinen Wänden. Wie verrückt ist, wir waren kaum zu bremsen, doch trennt uns ein Schwert, und wie wird es enden? Wie wird es enden? Wie wird es enden? Und so lass ich alles unserem Gott. Der Richter, er wird kommen und die Wahrheit strahlt sofort. Wir müssen alle vor sein Thron. Gerechtigkeit wird offenbar, wer wird dann bei ihm wohnen? Und so lass ich alles unserem Gott. Der Richter, er wird kommen und die Wahrheit strahlt sofort. Wir müssen alle vor sein Thron. Gerechtigkeit wird offenbar, wer wird dann bei ihm wohnen? Und so fleh ich weiter zu diesem Sohn, dass er die Heilung bringt und wir sehen seinen Lohn. Wenn dieser Berg erklommen ist, weicht der ständige Hohn. Vergebung und Erneuerung sind dann der neue Ton.